So, ich habe kurz pausiert, um ein bisschen auch mal die Community hier zu wahren. Ab und zu gibt es doch ein paar Leute, die die eine oder andere Frage haben. Da muss man sich ja auch drum kümmern. Aber der Typ, der da gewesen ist, der macht mir doch so ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, die kneifen mich nicht ab. Ich habe gerade auch eine Anfrage gekriegt, ob wir bei einer Mission dabei sein wollen. An sich hört sich das ja nicht schlecht an. Ja, ich glaube, ich werde mal den Sound ausmachen bei der nächsten Aufnahme. Ich denke mal, der ein oder andere wird sich auch dabei denken, was nimmt er auf und hat Teamspeak an. Das geht da ja mal gar nicht. Oh, ein Supermarkt. Ein Supermarkt. Und was haben wir hier? Industrial Müll. Industrial Müll. Ein Reifen. Wird das unser erst. Das bringt auch ein bisschen Gold. Wenn wir aber zu schwer werden, schmeißen wir das ja eh wieder weg. Kettchen und das Survival Control. Und wir bringen den Supermarkt unter unsere Kontrolle. Ich hoffe, die Zombies sind von mir. Kompass, das ist doch mal was Schönes. Was haben wir da? Red Bull, das ist schön. Haben wir schon Fernglas? Orangensorbet, ist ja schön. Supermarkt lohnt sich ja richtig. Oh, und ein Revolver. Ich glaube, hier niste ich mich ein. Essen, trinken. Was will man mehr? Okay. Da liegt sehr gut. Ich glaube, das will keiner mehr essen. Das will auch keiner essen. Flair in der Kühltheke. Ein Revolver ne neben der Kasse. Genau. Da fragt man sich, wie ist es hier die letzten Tage zugegangen? Revolver neben der Kasse. Obwohl in den. A ja, in den. In den, sage ich jetzt schon. In Amerika ist es ja wohl mittlerweile irgendwie Standard, dass sie diese kleinen Supermärkte überall ihre Waffen versteckt haben, um sich selbst zu schützen gegen das Ausrauben. Streichhölzer haben wir schon. Nehmen wir aber trotzdem mal mit. Es geht nichts um ein schönes Feuerchen. Eine Uhr, ein Kompass, leere Schnapsflaschen, noch eine Uhr, noch ein Fernglas. Und noch mehr Crap.
Das Wetter ist auch schön. Wenn wir jetzt noch Scrap Metal finden würden und ein Rad, dann haben wir Rad. Meine Freunde laufen mir hinterher. Das ist... Du. Ja. Kommen wir da durch? Nein. Oder? Doch, wir kommen durch. Ich dachte schon, wir wären so fett. Diät hat doch was gebracht. Oh, das ist ja mal schön. Scrap Metaler. Eine G17 ohne die Waffe dazu. Tank Traps. Alles, was man verkaufen kann. Freunde laufen uns hinterher. Das hat sie doch niemand eingeladen. Aber sie brauchen ja keine Einladung. Die kommen auch so. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendeine Party steigen lässt und die Leute kommen ohne Einladung. Wie reagiert ihr eigentlich darauf, wenn ihr eine Veranstaltung macht und es kommen Leute, die nicht eingeladen sind? Seid ihr eher der Typ, der sagt, je mehr, desto besser, lasst ruhig rein? Oder sagt er von euch aus, ne, sie wollen wir nicht haben und schmeißt sie raus? Gehen wir noch gucken. Okay, ein Rad haben wir. Benzin fürs Fahrrad haben wir auch. Ja. Benzin fürs Fahrrad. Deploy Bike. So. Dann würde ich nämlich sagen, wollen wir lieber die Sachen verkaufen. Unser Rucksack ist voll. Wir kriegen nichts mehr rein.
Wir schmeißen uns auf den Drahtesel und lassen uns an der nächsten Ecke hoffentlich nicht über den Haufen schießen. Oh, Nitro. Nochmal Nitro. Dafür braucht man keinen Sprit, das ist ein Future, funktioniert bei jedem Fahrzeug. Und da das Fahrrad ja auch als Vehikel angesehen wird, kann man es auch auf dem Fahrrad verwenden. Wir sind sicher angekommen. Lassen wir noch nicht draußen stehen. Nehmen wir mit. Gesammelt? Doch, da ist es doch. Immer her mit dem Gold, gute Dame. Ich hab nicht mehr, gute Dame. Das Orangensorbet tut's auch. Luft in der Luft. Okay. Na, ist er besser als Wasser im Wasser. Oder so ähnlich. Die Klamotten können wir ja nicht verkaufen. Jerrycans können wir verkaufen. Und die zwei Revolver. Königreich für noch mehr Gold. Ja, noch mehr tragen? Nee, gib es nicht. Wir sind nicht am Bazar. Alkohol. Nein, danke. Wäre in einer Zombie-Apokalypse, wäre Alkohol auch nicht unbedingt das Wahre. Man sollte immer einen kühlen Kopf bewahren. Und klar denken.
ist ein sehr, sehr langer Weg, bis wir uns den ersten Safe leisten können. Immer noch so schwer. Und was essen sollten wir auch? Das ist gut, dass wir da haben wir überhaupt noch was zu essen dabei. Oh. Ja, ich dachte schon. Gehen wir denn dahin, wenn wir verhungern und verdursten? Gehen wir denn dann? Erstmal benutzen wir unser Fahrrad. Haben wir ja jetzt. Wir haben Sticker. Ach, Tentraps. Die wollte ich ja auch noch verkaufen. Sei so gütig und kauf mir welche ab. Sind auf uns gestellt. Wie viele sind denn online? Brauche ich ja gar nicht zu schreiben. Ist doch schön. Puddings. Ah, schön. Kann man doch verkaufen. Was brauchen wir denn? Engine, Rotor.
man das Rad auch. Ohne Rad hast du kein Rad. Wir brauchen eine Engine. Wir haben nämlich noch einen Hubschrauber. Den würde ich gerne abholen. Dafür. Okay. Engine und Rotor haben wir. Wie viel Gold haben wir denn noch? 4 Gold. Jetzt brauchen wir einen Lift. Wer bringt uns dahin? Das fragen wir doch einfach mal. Schon aufgenommen. Knapp eine Stunde. Na, dann werde ich hier mal die Aufnahme unterbrechen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge hier einen Lift kriege zu meinem Little Bird, der oben auf der Insel steht, beim Bandit Depot. Dann sind wir etwas mobiler als mit dem Fahrrad. Und hoffentlich behalte ich den Little Bird mal etwas länger. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge.